Wir starten als erstes alphabetisch mit Bird, Geschäftsführer im Dachraum Dr. Christian Gessner. Bitte schön. Grüß Gott, danke für die Einladung und zunächst auch vielen Dank an Herrn Takac und die Wiener Verkehrspolizei, an Frau Kühlschen und das BMFIT und für die enge Zusammenarbeit seit Anfang an. Und ja, Bird, wir waren nicht nur die Ersten in Wien, sondern wir waren auch, hatten auch das Privileg, die E-Scooter-Sharing-Industrie zu gründen, 2017, im Sommer 2017 in Los Angeles. Unser Gründer Travis Fenderson hatte die Idee für Ridesharing 2.0 mit seiner Erfahrung aus dem traditionellen Ridesharing mit Autos, hatte er gesehen, dass dies den Verkehr erhöht und Bird als Transport-Innovationsunternehmen steht für eine echte Alternative, die den Autoverkehr reduziert. Das ist unsere Mission und unser Ziel. Und in Wien sind wir sehr froh, dass wir neue Maßstäbe setzen konnten hinsichtlich der Zusammenarbeit mit der Stadt in Bezug auf technische Lösungen, wie von Herrn Takac schon angesprochen, dem Geofencing, Parkverbotszonen, Zonen, wo verringerter Geschwindigkeit gefahren wird, in Bezug auf Verkehrssicherheitsmaßnahmen, Verkehrsschulungen mit unseren Teilnehmern, in Bezug auf unsere Bird Watcher, unser Team, was tagsüber unterwegs ist, um nach Recht und Ordnung zu sorgen, und freuen uns auch, dass andere Anbieter da unserem Beispiel gefolgt sind. Und unsere Bird Zeros sind die ersten E-Scooter, die industriell gefertigt wurden für die E-Scooter-Sharing-Industrie und eine längere Lebensdauer haben. Unser Bird One, unser neuestes Modell, wird auch in Kürze in Wien auf den Straßen zu sehen sein. Und wir freuen uns auf eine weitere enge Zusammenarbeit und unseren Teil zu einem nachhaltigen Verkehrsmix, zu einer nachhaltigen Verkehrspolitik in Wien und in Österreich beizutragen. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja. Dankeschön, Dr. Christian Gessner. Wir haben jetzt hier noch die Sticker. Und zwar auch da bitte einmal, also die Sticker auf die Jahre, also beziehungsweise ja, jeder einen, ja. Und zwar Cirque, und da haben wir als Vertreter den Kantonmanager aus der Philipp Seck. Bitte schön, 3 Minuten, ab jetzt. Guten Tag, ich möchte mich auch recht herzlich für die Einladung bedanken und heißen Sie immer gut, mit den Stadtregierungen zusammenzuarbeiten. Für uns ist es quasi ein Muss, einen Weg zu finden, um das Gespräch und den Dialog zu suchen. So sind wir jetzt zum Beispiel auch der einzige Anbieter gewesen, der in Deutschland vorab eine Sondergenehmigung erhalten hat, um tatsächlich schon in den Städten zu launchen. Wir sind derzeit noch in Berlin unterwegs. Also diese Zusammenarbeit mit den Gesetzgebern ist quasi ein wesentlicher Teil unseres Unternehmens. Weiters ist natürlich auch die Sicherheit etwas, wo wir besonders viel Wert drauf legen. Hier können wir sagen, wir waren natürlich nicht der erste Anbieter, aber wir haben uns etwas mehr Zeit genommen, um den Roller, den wir hier präsentieren, selbst zu entwickeln. Also unser Roller ist der einzige mit den Doppelfedergabeln, wir haben die größten Reifen, um eben da maximale Sicherheit gewährleisten zu können. Das quasi auch als weiteres Credo unseres Unternehmens. Abschließend möchte ich mich recht herzlich bei der Stadt Wien bedanken, mit der wir im engen Austausch sind, dass sie das mit den Rollern quasi ermöglicht, und freuen uns auch auf eine weitere sehr gute Zusammenarbeit in der Zukunft. Was man bei uns noch hinzufügen kann, wir sind mittlerweile auch ein ganz großes Team. Wir haben 80 Mitarbeiter. Wir sind in der Stadt Wien mit Vollzeitangestellten. Das heißt, wir haben nicht Dienstleister oder Freelancer, sondern wir kümmern uns tagtäglich 24 Stunden am Tag, um die Roller einzusammeln mit Mitarbeitern, die bei uns angestellt sind. Und somit schaffen wir nicht nur Mobilität für die Leute, sondern haben auch in Wien 80 Arbeitsplätze geschaffen. Vielen Dank, Philipp Sepp. Und auch jetzt natürlich wieder Ride Safe Sticker. Das ist Hive. Und damals Vertreter bei uns, Head of Expansion von Hive, Ibrahim Thiago. Er wird auf Englisch sprechen. Ibrahim, 3 minutes from now are yours. Good morning. Thank you everyone for inviting us and inviting Hive to this event. We're very happy to be here. I'll promise next time I'll practice some German. Truly sorry for that. But I'm not lying when we say we are happy to be here. I think Hive always wants to operate in cities that embrace micromobility, and Vienna is a representation of that. And the fact that we have hosted the event today is a truly good sign that safety and micromobility is on their agenda.
And we love that. And the reason is because Hive is part of a larger group, BMW and Mercedes-Benz. And since the early stage of car manufacturing, Satis has been in the backbone of the corporations. And then we translated that to Hive, we translate that to the way we operate and to the way we communicate to our customers. And that love for mobility allow us to offer something very unique in Vienna, which is an opportunity for every student and every public transportation card holder to test their Hive and to get 3 minutes at the end of the year. So we are offering near 1 million people that live in Vienna and around an opportunity to use micromobility for day to day to see how that solution can help them. So we're very happy to be here. It's a lovely day and lovely event. We are here today and forever. Be happy to install the first Ride and Save sticker on the first Hive now. Thank you. Wunderbar, vielen, vielen Dank. Vielen Dank, auch da gibt's, ja, Applaus. Und zwar die Ride Save Sticker auch zusammen mit unseren Bühnengästen heute. Wir kommen jetzt zum Anbieter Nummer 4, alphabetisch gesehen, und zwar von Lime. Freut mich, dass der Managing Partner Excellent Communications GmbH, die Vertreterin und General Manager heute hier ist, Magister Robert Bauer. Bitte schön, 3 Minuten ab jetzt. Ich weise mich an den Dank an für die Veranstaltung und die Möglichkeit hier zu sein, auch im Kreis unserer geschätzten Marktmitbewerber. Lime ist einer der ältesten und auch hier am Markt am längsten präsenten Anbieter. Wir sind seit September 2018 hier in Wien, seit April auch in Linz und haben Sicherheit von Anfang an auf unsere Fahnen geheftet. Wir haben die Scooter auch durchgehend auf 18 km/h gedrosselt. Also das Thema, das vorhin mit den km/h-Beschränkungen erwähnt wurde, betrifft uns in dem Sinne nicht, weil wir schon von uns her diese Grenze eingeführt haben. Wir haben im April weltweit 50 Millionen Fahrten mit Lime-Scootern überschritten und sehr vorsichtige Berechnungen, was die Einsparung an CO2-Emissionen, an Autofahrten und an eingesparten Treibstoffverbrauch betrifft, und sehen hier auch unseren Beitrag zu einer sinnvollen urbanen Mobilität, auch in Wien, die nachhaltig ist, die umweltfreundlich ist und die einfach auch Spaß macht. Bei allen Sicherheitsbedenken und Sicherheitsregularien, die einfach da sind. Wir freuen uns, dass wir die Initiative unterstützen dürfen, tun das natürlich gerne auch auf unseren Scootern und bringen auch gerne diesen Sticker an, der zeigt, wie wichtig uns dieses Thema auch ist. Vielen Dank, Dankeschön, Magister Robert Bauer von Lime. Auch da, glaube ich, können wir einen Applaus natürlich geben. Die Ride Save Sticker, auch die werden jetzt hier gemeinsam angebracht. Als nächstes zu Tier Mobility. Und haben heute hier den General Manager in Österreich in die Schweiz. Herzlich willkommen, Maximilian Mager. 3 Minuten, bitte, ab jetzt. Guten Morgen auch von meiner Seite. TIER ist ein europäisches Unternehmen mit dem Hauptsitz in Berlin. Hier in Österreich arbeiten wir mit einer deutschen Tochter, mit einer österreichischen Tochter GmbH. Sind der Marktführer in Europa in 23 Städten und auch in Österreich in 5 Städten tätig. Dadurch war es uns natürlich sehr wichtig, hier bundeseinheitliche Regelungen zu haben, klare Regelungen zu den Reflektoren und auch zu der Farbe der Reflektoren, gelb zur Seite zum Beispiel zu haben. Und wir haben uns von Anfang an dazu entschieden, mit professionellen Logistikdienstleistern zusammenarbeiten, gegen die Logistik, für faire Löhne, gegen Freelancer, für faire Löhne, und können dadurch natürlich eine gewisse Qualität und Sicherheit gewährleisten, und so sind immer noch Modelle im Einsatz, die wir seit Oktober hier in Wien betreiben, wie dieser Scooter hier, der hier rechts steht, und der fährt auch nach 8 Monaten noch sehr gut. Die Zusammenarbeit mit den Städten, gerade in Wien, läuft auch sehr gut, aber auch in den Bundesländern haben wir überall lokal verantwortliche Personen, die dort mit den Verantwortlichen der Städte in fast jeglichem Austausch sind. Wunderbar, vielen, vielen Dank, Maximilian Nagler. Und jetzt natürlich auch noch hier die Ride Safe Sticker für TIER. Bitteschön. Das also war die Vorstellung unserer Provider.